Hallo Filmfreunde, wir begrüßen euch herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Filmpanorama. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Monatsrückblick Juli. In diesem Monat ist einiges angefallen, worüber wir natürlich reden werden. Selbstverständlich, wie gewohnt, gibt es auch einige Neuigkeiten. Und ziemlich zum Ende hin werden wir über den kommenden Monat August reden, denn dort erwarten uns sehr, sehr viele tolle und auch gute Filme. Zur ersten Nachricht lässt sich eigentlich nur sagen, sie sind groß, sie sind gefährlich, sie sind laut, sie sind schwer. Und der Anführer hat euch Folgendes zu sagen. Und ihr habt richtig gehört. Jurassic Park. Die Dinos machen die Leinwand wieder unsicher. Sie sind zurück. Regisseur Steven Spielberg hat angekündigt, dass es definitiv einen vierten Teil geben wird. Also Fans, macht euch bereit. Das Warten lohnt sich. Frankie, eingefleischte Fans, wie ich es einer bin zum Beispiel, mussten lange darauf warten. Wir haben häufig irgendwelche Gerüchte gehört. Jetzt ist es offiziell. Ich kann es kaum noch abwarten. Wann wird dieser Film ungefähr erscheinen? In 2 bis 3 Jahren können wir die Dinos wieder auf der Leinwand sehen. 2 bis 3 Jahre ist noch lange, aber ihr habt Filmpanorama und wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Von daher ein kleiner Trost für euch Fans da draußen. Frankie, die Horrorfans kamen ja seit längerem nicht mehr auf ihre Kosten, aber du hast da eine Neuigkeit, die das Blatt, glaube ich, wenden wird. Ja klar, eine sehr gute sogar. Paranormal Activity schlägt zurück. Weiß man auch schon, worum es handelt, denn der zweite Teil ist ja wirklich wie der andere auch offen geendet. David, der ist zwar wirklich offen geendet und so wie das aktuell zu sehen ist im Trailer, den man übrigens auf film-panorama.de anschauen kann, spielt es dieses Mal in der Kindheit von den beiden Mädels. Sehr guter Trailer. Spannung. Wann wird uns deutschen Fans das Fürchten gelehrt? Ab November sollten alle Kinobesucher, wenn sie wieder zu Hause sind nach dem Film, nicht mehr ihr Licht ausmachen. Frankie, in der vergangenen Zeit hat man Arnold Schwarzenegger mehr in Boulevardmagazinen gesehen als auf Filmplakaten, wo er eigentlich hingehört. Doch damit ist jetzt Schluss. Ganz genau, David. Arnold Schwarzenegger hat jetzt seinen neuen Film oder sein neues Projekt angekündigt. Und zwar den Neo-Western The Last Stand. Neo-Western klingt interessant, sicherlich auch immer eine Rolle, wo man ihn noch nicht so häufig gesehen hat. Worum geht's in diesem Film? Ja, allein eine Rolle, wo man ihn noch nicht gesehen hat. Ich finde, Neo-Western, Arnold Schwarzenegger, das passt irgendwie gar nicht auf den ersten Blick. Aber schaut mal ganz genau hin, dann doch wieder. Weil der Regisseur ist nämlich nicht Uwe Boll, sondern Kim Lee Vaughn. Dieser Regisseur konnte sich mit dem grandiosen und wirklich düsteren Film I Saw the Devil einen Namen machen. Nun spielt er zusammen oder dreht zusammen mit Arnold Schwarzenegger, das lässt einiges hoffen, indem Arnie einen Sheriff spielt und gegen das Drogenkartell an der mexikanischen Grenze kämpft. Arnold Schwarzenegger verkörpert also in dem neuen Film einen mexikanischen Sheriff. Unser nächster Held ist ebenfalls ein Sheriff, allerdings einer, der maskiert ist und die Großstadt aufräumt. Ja, und zwar kein anderer als Spider-Man mit dem neuen Film The Amazing. Frankie? The Amazing Spider-Man? Was ist das denn jetzt schon wieder für uns? Ja, David, du hast richtig gehört. Obwohl die Spider-Man-Verfilmung von Sam Raimi letztens erst abgeschlossen hat, gibt es jetzt schon wieder ein Reboot. Und wie es schaut, behandelt er die gleiche Story. Frankie, da frage ich mich ganz ehrlich, was soll das? Wenn das wirklich 1:1 die Story widerspiegelt, was erhofft sich dieser neue Regisseur damit? Ja, eine sehr gute Frage, David. Ich weiß es nicht. Wir hatten grandiose Filme gehabt. Alle 3 Teile haben das Kino gefüllt. Tobey Maguire, Sam Raimi in einem Team. Das war top, Spitzenklasse. Ich weiß nicht, was das Neue soll. Lass uns auch mal überraschen, was da kommt. Es bleibt also abzuwarten. Unser Fazit ziehen wir uns am Ende, wenn wir den Film gesehen haben. Ja, jetzt haben wir uns also einen Comicheld von dem Marvel-Universum angeschaut. Doch, Frankie, ich frage dich, was gibt es eigentlich Neues von DC? Ja, von DC gibt es auch einiges Neues. Nicht nur, dass es gerade der Kinofilm Green Lantern läuft. Auch der erste Teaser zu dem neuen Batman, The Dark Knight Rises, ist da. Den ersten Teaser hast du eben angesprochen. Ich persönlich finde ihn jetzt nicht wirklich berauschend, denn letztendlich sehe ich mehr oder weniger nur einen Zusammenschnitt aus den vergangenen Filmen. Was findest du daran jetzt anspruchsvoll? Erstens treibt das jetzt die Spannung in die Höhe. Was kommt, was passiert im dritten und wahrscheinlich auch letzten Teil von Star-Regisseur Christopher Nolan? Und man sieht immerhin bei den Rückblicken, dass Commissioner Gordon, dargestellt von Gary Oldman, ziemlich verletzt in einem Krankenbett liegt. Was heißt das? Dass erstmals in dieser Batman-Geschichte wirklich der gute Kopf stirbt? Wind das Böse? Ich weiß es nicht, David. Ich weiß es noch nicht. Ich kann da noch nicht so viel zu sagen. Hoffen wir nicht. Er ist eine wichtige Person in dem Film. Du meinst ja eben noch nebenbei am Rande erwähnt, dass das wahrscheinlich der letzte Film von Nolan sein wird, stimmt? Ja, soweit er angekündigt hat, wird nicht der letzte Film sein, leider. Dann gibt es definitiv keine Lans mehr. Auch keine Lans mehr. Bei Batman bleibt es also abzuwarten. Was wir diesmal aber jetzt sicherlich und definitiv werten können, ist Green Lantern. Frankie, du hast es eben angesprochen, er läuft zurzeit im Kino. Dein Fazit, dein Resümee über diesen Film. Ja, Green Lantern, auch aus dem DC-Universum, läuft gerade im Kino an. Und wie uns der Trailer vorher schon versprochen hat, eine Enttäuschung.
Und das ist er auch, leider. Nicht nur, dass der Schauspieler Ryan Reynolds mit seiner komischen grünen Maske ziemlich lächerlich aussieht, ist diese Story auch leider sehr banal und dieses riesengroße Universum der Green Lantern wird gerade mal in 10 Minuten abgehandelt. Du meinst also mit anderen Worten, diese Comic-Verfilmung ist nicht gerecht, der Inhalt des eigentlichen Comics wird in diesem Film nicht dargestellt. Oder wie du es findest, sehr lächerlich dargestellt. Ja, nicht nur das. Die Charaktere werden nicht richtig dargestellt. Die haben keine Tiefe, man hat keine emotionale Bindung zu diesen. Es ist schade, dass im Endeffekt das Hauptaugenmerk nur auf Ryan Reynolds liegt, der eigentlich in den Comics zusammen mit dem Team gewinnt gegen das Böse, in dem Fall gegen Parallax. Also ein typischer No-Go-Film für dich. Sicherlich empfiehlst du uns, diesen Film nicht zu gucken. Oder gibt es doch eine Zielgruppe, der du empfiehlst, da reinzugehen? Ja, ich denke, wirklich eiserne Fans können diesen Film sich im Kino anschauen. Die anderen sollten vielleicht dann doch lieber auf die DVD zurückgreifen, weil ein weiterer negativer Punkt ist, dass die 3D-Effekte dermaßen schlecht sind, dass es sich eigentlich nicht lohnt, dieses Geld dafür zu opfern. Wie leider auch so oft bei anderen 3D-Filmen. Frankie, bei Green Lantern hast du ebenfalls gesagt, dass die 3D-Effekte zu kurz kommen. Und ich möchte mal behaupten, dass es nicht der einzige Film ist, sondern gerade in diesem Jahr wirklich eine Tendenz zu sehen ist, dass die 3D-Filme von den 3D-Effekten wirklich immer schlechter werden, beziehungsweise das Geld gar nicht wert sind. Häufig sage ich mir im Nachhinein, hätte ich bloß die 2D-Fassung gesehen. Wonach liegt das deiner Meinung nach? Ja, es ist eigentlich ganz einfach. Schauen wir uns erstmal den großen Blockbuster Monat Juni an, Transformers 3. Nicht mal dieser hat es wirklich geschafft, uns mit den 3D-Effekten vom Hocker zu reißen. Die Regisseure, die Produzenten haben oft das Problem, dass sie im Endeffekt die 3D-Effekte nachträglich einspielen in diesem Film. Und dadurch wirken sie nicht so realistisch auf der großen Leinwand. Das heißt, uns fliegen keine Teile entgegen. Das heißt, wir schocken uns nicht weg. Das ist leider so. Aber da muss ich dich fragen, warum hat es denn Resident Evil damals seinerzeit wohl der beste 3D-Film geschafft, diese 3D-Effekte so einzufangen, dass der Zuschauer begeistert war, meinte, ja, wenn das Niveau von Film ist und noch besser wird, zahle ich gerne 4-5 Euro mehr Aufpreis. Ja, David, da hast du vollkommen recht. Der 3D-Film Resident Evil Afterlife ist wirklich in einigen Szenen absolut im 3D erstklassig. Auch wie der Film Jackass Movie 3D. Die Anfangssequenz wie auch die Schlusssequenz in diesem Film, die sind derart gut gemacht. So gut gestaltete 3D-Effekte sind selten zu sehen. Nur leider ist das zu teuer. Also fügen die Produzenten nachträglich die 3D-Effekte ein. Somit sparen sie Geld, machen aber an den Kinokassen einen großen Gewinn. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie findet ihr das? Schreibt ruhig in die Kommentare, findet ihr ebenfalls, dass die 3D-Effekte zu kurz kommen oder nicht auf volle Kosten? Ganz einfach ein Statement von euch, wir würden uns darüber sehr freuen. Da wir jetzt diese 3D-Thematik angesprochen haben, liegt es eigentlich sehr nahe, dass wir uns mit dem nächsten Film befassen, um eine reibungslose Überleitung zu schaffen. Hahaha. Und zwar Cars 2. Frankie, ich persönlich fand Cars 1 sehr gelungen, war ein sehr unterhaltsamer und freundlicher Familienfilm mit viel Charme, Humor. Und was erwartet uns in dem zweiten Teil? Ja, David, ob du im zweiten Teil mit deiner Familie reingehen solltest, das weiß ich noch nicht, weil er hat leider den Charme und den Humor, wie du es gerade gesagt hast, verloren. Er ist nicht mehr der erstklassige Film wie Teil 1, leider nicht. Cars 2 ist noch relativ gut, aber kommt nicht an das Niveau von dem ersten Teil heran. Ich muss dich das fragen, 3D, was sagst du in diesem Film zu den Effekten? Oh, das ist aber heute auch dein Thema, was? Die 3D-Effekte in Cars 2, okay, ich sag mal so viel dazu, es fliegen keine Autos uns entgegen, keine Reifen, leider nicht, es sind ganz normale Effekte, die vielleicht ab und zu mal ein bisschen schmunzeln lassen, aber mehr auch leider nicht. Werte Zuhörerinnen und Zuhörer, meine Damen, meine sehr verehrten Herren, ihr habt lange drauf gewartet. Und hier ist sie! Du, 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 du. Die Perle des Monats! Es ist Harry Potter 7.2. Doch leider ist auch in diesem Film der 3D-Effekt bzw. die ganzen Animationen viel zu kurz gekommen. Aber warum es letztendlich wirklich die Perle des Monats ist, das möchte euch Frankie offenbaren. Denn er ist wirklich ein eingefleischter Harry-Fan. Und es ist wahr, Harry Potter schwingt diesen Sommer das letzte Mal seinen Zauberstab. Aber dazu gesagt, ja, es ist unsere Perle des Monats aus diesem Grund, weil damit ein riesengroßes Kapitel geschlossen wird und Harry Potter wird es nicht mehr auf der Leinwand geben. Aber Frankie, glaubst du nicht ganz im Ernst, dass irgendwelche Regisseure, die gesehen haben, dass diese Marke wirklich sehr erfolgreich ist, irgendein Reboot, wie es zum Beispiel jetzt heute bei Spider-Man war, was wir angekündigt haben, oder Batman, also einfach nochmal damit Geld schaffen wollen? Es ist durchaus möglich, dass irgendwie in 5 oder bis 10 Jahren ein Reboot kommt, weil, das ist wirklich so, diese Kuh ist 100% noch nicht gemolken. Von daher dürfen wir gespannt sein, was in den Fantasien von irgendwelchen Drehbuchautoren durchgeht, um uns glaubwürdig zu erklären, wie es letztendlich eine Fortsetzung geben sollte. Denn wer das Ende kennt, der weiß ganz genau,
dass das sehr schwierig sein wird. Gut, bevor wir zum Abschluss kommen, Frankie, nochmal dein Fazit. Wie fandest du Harry Potter? Gelungen, nicht gelungen? Sollte man als Fan reingehen oder nicht? Ja, also ich sage als Fan auf jeden Fall, zieht eure Harry Potter Kostüme an, geht ins Kino und guckt euch diesen Film an. Er ist nicht schlecht, er ist leider aber trotz all dem nicht so gut wie 7.1, weil Harry Potter, gespielt von Daniel Radcliffe, es leider nicht schafft, mit Mimik, mit Ausstrahlung zu punkten. Er sieht fade aus, er sieht blass aus und er wirkt auch etwas gelangweilt. Vielleicht tat ihm es auch ganz gut, dass er hiermit dieses große Projekt abschließen konnte. So, liebe Filmfreunde, bevor wir nun zum Ende kommen unseres Podcasts, präsentieren wir euch noch einen kleinen Ausblick auf den kommenden Monat. Dort werden so einige heiße Blockbuster laufen wie Planet der Affen, Prevolution, Final Destination 5, Captain America und Cowboys and Aliens. Mit diesen Aussichten verabschieden wir uns von euch. Wir sagen Tschüss und David, hast du noch heiße Worte? Nein, Tschüss, bis bald! Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und freuen uns auf ein Wiedersehen bei Filmpanorama. Besucht auch unsere Partnerseite Games Panorama.